gewesen. Ja, dann hab ich so. Besser ist das. Pass auf deine Finger auf, mein Freund. Ja, mach ich ja. Wollte ich jetzt auch zu sprechen kommen. Wir haben da so ein Hobby, das nennt sich Skateboardfahren. Skateboardfahren kann ganz schön gefährlich sein, denn wenn man sich auf die Nase legt, dann können Finger brechen. Das ist fürs Gitarrespielen durchaus unpraktisch. Richtig. Wenn ich jetzt hier mit Krücken stehen würde, ging ja so einigermaßen. Das heißt, Beine können auch brechen. Oh. Man kann sich auch die Kniescheibe raushauen. Man kann sich auch dem Dominik nach auch hier Nasenausrenkungen zuziehen. Hab ich noch nicht erlebt. Die Nase ist doch kein Gelenk. Nee, das stimmt, aber es ist ein Knorpel, der auf dem Knochen ist oder so. Traumhaft. Kann auf jeden Fall auch wehtun. Was kann noch passieren? Platzwunde. Schürfwunde. Nasenbluten. Patellaluxation, ja? Okay, Fachbegriffe. Ja, ich merke das. Ligamentum cruciatum Ruptur. Jetzt kommt schon wieder der Physiotherapeut neben durch, das ist so anstrengend. Gut, reicht ja auch. Wir steigen ja trotzdem immer wieder aufs Skateboard drauf, weil es so viel Spaß macht. Rollen. Mein Freund, das gehört dazu, an was für ein Brett du stehst. Aufschluss, wollen wieder aufstehen.